freut mich sehr, dürfen wir dieses Herbstcamp 2021, den Talenttreff in Tenero, wieder unter relativ normalen Bedingungen durchführen, sozusagen einen Schritt zurück in die Normalität. Die ganze Woche rund 500 Athletinnen und Athleten aus 27 verschiedenen Sportarten hier nebeneinander und miteinander trainieren. Ein wunderschönes Bild, das Wetter macht mit, perfekte Bedingungen, um eine Woche intensivst in der eigenen Sportart zu trainieren. Ich mag mich gut erinnern, 2001, erstes Talenttreff in Tenero, damals noch ein polysportives Lager. Mittlerweile, 20 Jahre später, eine Leistungssport-Trainingswoche. Wir haben hier 27 Sportarten, die besten Talente in ihrer Sportart, die wirklich intensiv trainieren. Also eine gute Entwicklung in die richtige Richtung. Ich bin überzeugt, dass der Talenttreff Tenero eine perfekte Vorbereitung ist für internationale Events. Wir haben selber multisportive Events, die anstehen, die European Youth Olympic Festival. Diesen Winter in Vuokatti in Finnland, im Sommer dann in Banska in der Slowakei. Und 2023 geht es Schlag auf Schlag weiter, im Winter dann wiederum eine Delegation in Italien und in Slowenien, in Maribor. Also wir sehen, es steht einiges an. Wie gesagt, perfekte Vorbereitung hier in Tenero, um die Schweiz in einer multisportiven Delegation erfolgreich zu vertreten. Zum Schluss gibt es noch Danke zu sagen, allem voran den Trainer und Trainerinnen, die die ganze Woche hier intensiv mit ihren Teams trainiert haben. Eine unglaublich wichtige Arbeit im Nachwuchsbereich, sie auf diesem Weg an die internationale Spitze zu begleiten. Aber auch dem CSD, dem Centro Sportivo, super Anlagen, beste Trainingsbedingungen. Sie sind unglaublich bemüht, dass wir uns hier wohlfühlen im Tessin, in Tenero. Das tun wir. Und allen voran natürlich den Athletinnen und Athleten. Sie haben wieder gezeigt, mit welcher Leidenschaft sie ihrer Sportart nachgehen. Intensivste Trainingseinheiten, die hier während der ganzen Woche stattgefunden haben. Ich bin beeindruckt. Danke und allen viel Erfolg für ihren weiteren Athleten- und Athletinnenweg.